Guten Tag, Freunde, Freunde, und willkommen zu diesem neuen Daily Vlog. Ja, wir haben es jetzt kurz vor 19 Uhr. Ich habe komplett den Tag nur im Bett gechillt oder vom PC und echt nichts Vlogging-würdiges gemacht. Aber ich habe mir ja eigentlich vorgenommen, in meinem Urlaub regelmäßig Sport zu machen. Und ja, schwimmen gehen ist ein bisschen schwierig, weil ich nicht weiß wo. Aber dementsprechend werde ich mich jetzt umziehen und dann joggen gehen. Ist zwar was komplett anderes als schwimmen, aber besser als gar nichts. Und in diesem Sinne nehme ich euch so gut es geht mit und wünsche euch trotzdem viel Spaß mit dem Vlog. So, Freunde, Freunde, ich habe mein Bestes gegeben, aber kurz vor der 2,5 Kilometer Grenze ich übelstes Seitenstechen bekommen. Und ich denke, also zum Einstieg muss ich mich ja nicht komplett durchquälen. Und kann sehr langsam angehen und dann mich nach und nach steigern. Ja, auf jeden Fall, hier seht ihr einmal meine Kilometer und so. Und ja, ich melde mich gleich wieder bei euch, wenn ich zu Hause bin. Bis dann. So, Freunde, Freunde, wie ihr seht, bin ich schon wieder zu Hause und ja, muss natürlich nach dem Sport immer hydrieren. Und ja, ich glaube, ich bin mit der falschen Erwartungshaltung rangegangen, weil als ich das letzte Mal eine Zeit hatte, wo ich aktiv gejoggt bin, weiß gar nicht, wie man es genau sagt, war meine normale Haus- und Hofstrecke immer 4,3 Kilometer. Und jetzt habe ich halt nur 2,5 Kilometer geschafft. Aber man muss auch bedenken, dass ich Ewigkeiten keinen Sport mehr gemacht habe. Und mich da halt wieder reinfuchsen muss, ne? Von daher ist es meiner Meinung nach trotzdem eine gute Leistung, die man dann nach und nach steigern kann. So, Freunde, Freunde, ich habe kurz vor Ende des zweiten Viertels von der Youth Eurobasket von der FIBA eingeschaltet. Es spielt Litauen gegen Griechenland, glaube ich. Ja, ich glaube schon.
Und ja, finde ich schön, dass die auch kleinere Turniere, die nicht unbedingt jeder kennt, übertragen auf YouTube. Ist eine nice Sache auf jeden Fall. Und so gucke ich mir das Spiel jetzt noch bis zum Ende an. Und ich weiß nicht, ob man es copyright-mäßig zeigen darf. Deswegen kann ich euch nur davon erzählen, aber die Background-Musik, die Fieber hier in der Halbzeit einspielt, klingt schon nice. So, Freunde, Freunde, das war's dann auch mit diesem heutigen Daily Vlog schon wieder. Und ja, viel ist nicht passiert, aber ich freue mich, dass ich wieder mit Joggen angefangen habe. Und ja, 2,5 Kilometer war halt nichts Krasses, aber dafür, dass ich so lange Pause hatte, es ist auf jeden Fall nice, dass ich überhaupt wieder angefangen habe. Und ja, Basketball hat Griechenland knapp, aber verdient gewonnen. Und ja, in diesem Sinne beende ich auch den heutigen Vlog. Wenn euch gefallen hat, lasst gerne den Daumen nach oben da und abonniert auch gerne meinen Kanal, wenn ihr mögt und euch gefällt, was ihr seht. Es würde mich sehr freuen und unterstützen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Vlog. Macht's gut.